Ja, ich würde auch viel lieber jetzt ein anderes Video machen, zum Beispiel das über Borax habe ich eigentlich für euch vorbereitet. Aber ich glaube, ich muss mich zu diesem Thema jetzt doch noch äußern. Und zwar gibt es einen Arzt, der wirklich wie aus dem Bilderbuch ist. Ja, zu viel Vitamin C, Nierensteine, Vitamin D. Oh, das ist Mangel ist so eine Sache. Das gibt's, also das ist schwierig in Deutschland. Autoimmunkrankheiten, das ist halt nur mal genetisch bedingt, da kann man halt leider nichts machen. Das ist halt wie aus dem Bilderbuch die Parade. Wenn wir uns den Kanal einmal ansehen, dann sehen wir, dass die Videos circa Aufrufe haben von 400 bis 500. Das Video natürlich, wo mein Name missbraucht worden ist, 11.500 nach einer Woche. Die Intention ist natürlich klar, dieses Kanals, was man da macht, Namen zu missbrauchen, um irgendwie Aufsehen zu erregen. Davon gibt es natürlich viele Prachtexemplare da draußen, die meinen Namen dafür missbrauchen, darunter auch zum Beispiel Lichtblick, den ich natürlich auch ordnungsgemäß zerstört habe im letzten Video. Auf jede Weise möchte ich aber gerne nochmal was sagen. Ne, diese Kanäle sind natürlich immer typisch. Da ist ein bisschen so wie morgens in der Disco, da ist nichts los, ja. Aber sobald irgendwie dann ein Name da ist von größeren YouTubern, da geht es dann richtig zur Sache. Und im Grunde genommen hat er diese Art sich schon selbst zerstört, denn dieses Video war so dermaßen schlecht, muss man wirklich sagen. Ich habe es mir heute Nacht angeguckt, weil ich nicht schlafen konnte, weil Uwe, meine Katze, die ich aufgelesen habe, dazu mein letztes Video gerne gucken, mich nicht schlafen lassen hat, habe ich gesagt, komm, gucke ich mir einfach rein, bin fast dabei eingeschlafen, habe dieses Video jetzt noch hier rausgezimmert für euch. Und zwar, er hat es wirklich geschafft, ein Video zu produzieren, welches mehr Dislikes hat als Likes. Da kann man wirklich ruhig mal klatschen, das muss man wirklich mal schaffen. Das haben schon viele realisiert, dass das ziemlich großer Mist ist, was da verzapft worden ist. Wir starten direkt ins Video. Neogolismus bei Ausländern. Es ist ja so, ich bin Ausländer, ich bin Pole, ja, da wird sich anscheinend direkt am Video anfangen darüber lustig gemacht, dass ich bestimmte Wörter nicht so ganz richtig ausspreche und so weiter. Dass er mit den einfachsten Fachbegriffen nicht vertraut ist. Welche zwei wirken zum Beispiel gegen ja, Kardiovaskularität oder sonst was Probleme? Kardiovaskularität. Kardiovaskular bedeutet Herz-Kreislauf, also Herz-Kreislauf-Arität. Aber anscheinend auf YouTube findet das Anklang und Applaudi. Deshalb sieht man auch, dass 500 Menschen seinen Beitrag trotzdem noch geliked haben. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Auf jeden Fall will ich sagen, dass es gibt viele Professoren, die über Neologismus betreiben, das heißt Neuwortfindung, um bestimmte Sachhalte ja, suffizienter darstellen zu können einfach. Und das mache ich halt eben auch und er legt es mir auf als Dummheit oder als Inkompetenz besser gesagt. Ja, und ich finde es einfach, es ist ein Zeichen für Intelligenz, Kreativität und vor allen Dingen Improvisationsfähigkeit. Also genau das Gegenteil eigentlich von dem, was du sagen willst, finde ich. Also, verstehst du? Einfach mal menschlich an dich. Ich finde, solche Sachen gehören sich einfach nicht. Ja. Von einem jeder hat verstanden, was ist Kardiovaskularität. Jeder weiß, worum es geht, halt irgendwie so daraus einen Strick drehen zu wollen. Das ist echt mega armselig einfach nur. Sehr, sehr spannend. Zum Beispiel hier auch, ja, wird gesagt, die Plastizität, ja, die von Neuronen, sowas gibt es natürlich überhaupt nicht. Ja. Ganz schlau natürlich hier. Eine synaptische Plastizität passiert. Und das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Plastizität, Plastik, Formbarkeit. Ja. Deine Synapsen werden wieder geformt, ja, so wie sie sollen, damit sie wieder funktionieren. Ja. Eine synaptische Plastizität passiert nicht. Die Synapsen werden natürlich nicht geformt, somit sie wieder funktionieren. Wenn du einfach mal einen Blick ins Lexikon gesetzt hättest, ja, Neurowissenschaft, Lexikon, dort steht, ich lese es vor, in anderen Fällen kommt es zu morphologischen Veränderungen an Synapsen, etwa zu einer Vergrößerung der synaptischen Fläche. Eine synaptische Plastizität passiert nicht. Die Synapsen werden natürlich nicht geformt, somit sie wieder funktionieren. Bruder muss los, Pharmaindustrie ruft an. Oh, ja, also so einfach geht's, also leichter kann man das doch ganz einfach nicht widerlegen, oder? Das ist einfach nur peinlich. Also, nochmal, was er gesagt hat, ja, es gibt keine Synapsen, ja, die geformt werden. Ne? Okay, alles klar. Zum Grundwissen gehört auch zum Beispiel die Epidemiologie. Das ist eine Fachdisziplin, die sich mit Verbreitung, Ursachen und Folgen der Erkrankungen beschäftigt. Da er sich damit nicht auskennt, erzählt er zum Beispiel in seinem Video über Multiple Sklerose, kurz MS, das. Trotzdem steigt die MS-Rate. Womit kann das zusammenhängen? Halb so wild, alle Leute, ja? Also, man muss sich die Geburtsrate einfach anschauen, ja? Und wir sehen hier 2009 1,36 Kinder hat die Frau bekommen, ja? Und dann dementsprechend 2015 1,5. Das heißt, die Population steigt einfach nur. Damit proportional natürlich auch mehr Krankheiten. Also, die MS-Rate steigt zwischen 2009 und 2015, weil die Frauen zwischen 2009 und 2015 mehr Kinder bekommen haben.
Mehr Menschen, mehr MS. Da MS keine Erkrankung des Kindesalters ist, kann es hier überhaupt keinen Zusammenhang geben. Dann nochmal hier ganz kurz, ja, das gibt es nicht bei MS. Ja, gut, okay. Dann schauen wir einfach mal eine Studie. Hier wurde diagnostiziert 2014 ein 5-jähriges altes Mädchen mit MS. Das ist nicht viel Recherchearbeit, die du hättest machen müssen, um das herauszufinden. Ärzte sind auch meistens so, sie haben ihren Leitfaden und den ziehen die wirklich durch bis zum Ende. Ja? Bis zum Schluss wird da richtig gefeuert und da wird auch nichts an ihrer Meinung, kann man da auch wirklich nicht rütteln. Ja? Und genau das ist auch wieder ein Paradebeispiel, denn es viele Paper gibt mittlerweile, die auch zeigen, ja, und Fortbildungen auch für Ärzte, die zeigen, dass es anscheinend andere Manifestationsmuster bei Kindern zeigen, die MS als bei Erwachsenen und dass da noch viel Bedarf ist und eine sehr hohe Dunkelziffer und so weiter da ist. Das ist natürlich alles nicht auf deinem Schirm. Das ist wirklich sehr schade. Ich hoffe, du bildest dich weiter in die Richtung. Er fängt dann an zu erzählen, dass MS mit Vitamin D behandelt werden sollte. Dazu findet er sogar eine Studie, sein Wissen kommt aber wieder zu kurz, weil er nicht weiß, was ein Pilot Clinical Trial ist. Diese sind nämlich meistens kleine experimentelle Studien, die keine richtige Aussagekraft haben und häufig in die falsche Richtung führen. Solche Studien sind mit sehr viel Vorsicht zu genießen und sind eher als eine Idee, Anregung zur weiteren Forschung zu betrachten. Das ist auch wieder ein Paradebeispiel, dass Vitamin D natürlich überhaupt keinen Einfluss hat auf Autoimmunkrankheiten. Natürlich, wenn du eine Sekunde recherchiert hättest, hättest du gefunden, dass es anscheinend 970 Paper gibt, nur zu Vitamin D plus MS. Jetzt nicht einzeln, davon gibt es noch tausendmal viel mehr. Aber Vitamin D plus MS allein in den letzten 10 Jahren 970 Paper. Das verleugnest du natürlich total hier und hast dich anscheinend null in die Thematik eingelesen. Dr. Charlie, ich nenne ihn Dr. Charlie, er hat mich Scharlatan genannt. Ich finde dieses Wort ziemlich abstoßend, von daher an Dr. Charlie für mich. Macht auch weitere seine Ignoranz, macht wirklich keinen Halt vor einer weiteren Studie, die er zu ignorieren scheint und zu verleugnen scheint. 151.000 MS-Patienten wurden hier getestet und wo ein Zusammenhang festgestellt werden konnte, wann das Kind geboren worden ist. Das heißt, ist dieses Kind im April geboren oder im Oktober? Das heißt, ist diese Mutter durch den Sommer gekommen oder durch den Winter gekommen? Und anscheinend gibt es hier jene eine signifikante Auswirkung auf das MS-Risiko. Das wurde völlig verschleiert, natürlich wieder für euch. Eine Glanzleistung. Und Dr. Charlies Ignoranz macht auch eine bahnbrechende Glanzleistung wieder nicht. Davor halt, ja, sehen wir hier in einer Studie 7 Millionen US-Army-Mitglieder. Ja. Auch diese Studie wurde verleugnet. Zeigt dir, dass das erhöhte 25-Hydroxy-3-Spiegel signifikant das Risiko senkte, an einer MS zu erkranken. Auch das wieder glanzleistungsmäßig verschleiert. Das ist wieder, das ist das, was wir wollen, ja. Also, wir brauchen bioverfügbares Vitamin D in liposomalen Form, weil Vitamin D direkt in die Zellen rein muss, nicht erst durch die Leber. Ansonsten ist Vitamin D nur für den Kalziumstoffwechsel zuständig und nicht für die ordentliche Zellteilung. Was verstehen Sie von diesen drei Schlüsselpunkten? Es klingt alles hochwissenschaftlich, oder? Es ist alles Quatsch. Unser Körper unterscheidet nicht zwischen Vitamin D und Vitamin D. Wenn unsere Vitaminspeicher gefüllt sind, bringt eine tägliche Einnahme, was er auch befürwortet, keinen Zusatznutzen. Aber Hauptsache Vitamin D, oder? Das ist nicht ungesund. Die meisten Menschen haben einen Vitamin D-Mangel. Die Einnahme ist gut. Alles Quatsch, ja, alles klar wahrscheinlich. Er hat natürlich überhaupt kein Effort reingesteckt, überhaupt autokrinen und parakrinen Weg der Vitamin-D-Synthese und so weiter, sich dort einzulesen und einzuarbeiten. Das merkt man natürlich, er hat überhaupt keine Ahnung, was autokrinen und so weiter diese Wege hat. Er bringt es überhaupt nicht mal ein. Das ist natürlich eine Glanzleistung, weil solche Sachen lernst du natürlich nicht im Studium und das ist natürlich auch klar so. Es ist natürlich völlig klar, wenn ich diese Abbildung einmal hier ansehe, ja, dass der parakrine Weg natürlich hauptsächlich für die Calciumhomeostase da ist, das heißt für die Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines gesunden Knochenhalts hat und des Calciumspiegels. Und natürlich der autokrine Weg etwas für die Zellteilung und so weiter tut. Das sagt er natürlich, ist alles Quatsch und so weiter und ist natürlich hier ganz weit weg. Dann fand ich sehr, sehr spannend. Ja? Er widerlegt seine Aussage quasi gleich von vornherein. Ja? Das hier ist alles richtig. Und mit welcher Zelle kommt das Liposom zuerst im Darm in Kontakt? Natürlich mit den Darmzellen. Durch dieses Verschmelzen wird dann der Wirkstoff in die Darmzelle abgegeben und das Liposom verschwindet.
Das ist keine Frage, dass man dadurch eine bessere Aufnahme des Wirkstoffes erreichen kann. Die so verabreichten Vitamine können bei gleicher Dosierung einen höheren Blutspiegel erreichen als herkömmliche Tabletten. Das erzählt er uns mit diesem Beispiel über Vitamin C. Mitte 2016 wurde eine weitere Studie gemacht. Gleiche Menge Vitamin C wurde verabreicht, oral. Und man sieht hier ganz, ganz klar, dass ein 40% höheres Blutserumkonzentration nach der liposomalen Version letztendlich zu finden war. 40% höherer Blutspiegel. Das heißt, ich nehme noch eine halbe Tablette vom Normalen ein und erreiche denselben Effekt. Laut ihm wäre es nicht so einfach, mindestens nicht bei Vitamin C. Er sagt noch in diesem Video, dass nach oraler Gabe mit normalen Tabletten nie ein Blutspiegel über 200 Mikrogramm erreicht werden kann, aber mit seinen Präparaten schon. Und zwar, er sagt zwar, dass man Vitamin C-Spiegel nicht so hohen bekommt, wie durch... Nein, wir fangen anders an. Er sagt so. Gut, also durch liposomale 40% mehr Vitamin C im Blutplasma. Gut, das gibt er auch zu, ja, ist auch schwer zu leugnen. Und dann sagt er, ja gut, dann kann man einfach eine halbe Tablette mehr nehmen. Dann war es das ja. Gleichen Satz sagt er aber wieder, ja gut, man kann zwar nicht so einen hohen Blutspiegel erreichen wie durch liposomale Vitamine, weil irgendwann ist natürlich eine Homöostasis zwischen Ausscheidung und Aufnahme von Vitamin C in Darmlumen gleich. Ja, das heißt, du nimmst genauso viel auf, wie du gerade wieder ausscheidest. Von daher an, du kannst einen bestimmten Spiegel nicht überschreiten auf normaler Basis. Liposomale Formulierung natürlich, weil du eine viel, viel größere Oberfläche hast, ja, weil sie nicht durch bestimmte Rezeptoren oder sonst was durch müssen, ja, und Kanäle, Rezeptorkanälsysteme, sondern einfach eine viel, viel größere Oberfläche haben, weil die Liposomen überall andocken können. Das widerlegt er natürlich sofort wieder in dem gleichen Satz und sagt, ja, es geht halt eben doch, ja, dass man damit eben noch viel höhere Spiegel halt eben erreicht, ja. Und eben das, den Satz, den er zuvor gesagt hat, mit der halben Tablette, die man da mehr nehmen kann, natürlich völliger Blödsinn ist, was er sagt und sich dann halt selbst widerlegt. Das ist alles schön, aber man muss doch die Frage stellen, ist so ein hoher Spiegel eigentlich gesund, 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 gesund? Ja, dazu muss man auch wirklich nichts mehr sagen. Ich glaube, ich mache dir einen Rabattgutschein. Du kannst sehr, sehr gerne bei uns vorbeischauen nochmal. Vitamin C, wir geben dir gerne 10% Rabatt. Und weißt du was? Wir schenken dir einfach eine Flasche Vitamin C. Weißt du was? Wir schenken dir 2 Flaschen Vitamin C. Melde dich sehr gerne bei uns. Kriegst natürlich sehr, sehr gerne zugesendet. Dann klappt das alles auch. Dann sagt er natürlich auch sehr, sehr schön, dass Vitamin C natürlich auch zu Nierensteinen und so weiter führen kann. Dessen Risiko aber schon sehr, sehr gering ist und so weiter, sagt er alles schon selbst. Was ist mit Nierensteinen? Es ist zwar nicht sehr häufig, aber lohnt es sich? Vor allem dann, wenn man in Anbetracht zieht, dass keine Evidenz existiert, dass die Einnahme von viel Vitamin C wirklich etwas bringt? Dann sagt er noch, dass Vitamin C zu Nierensteinen führen kann, weil ich gesagt habe, keine Nebenwirkungen und so weiter von Vitamin C, weil es ja wasserlöslich ist und so weiter. Natürlich wieder die Glanzparade hier von ganzen Vorsicht Nierensteine und so weiter. Es besteht natürlich irgendwo eine Studie, die wahrscheinlich diesen Zusammenhang einmal gezeigt hat. Möchte ich gar nicht leugnen, ja. Selber erkennt er aber schon, dass das Risiko natürlich sehr gering ist. Blendet dann aber noch glanzleistenderweise eine Studie, die ja nun sehr schnell durchgeht, die dann auch wirklich noch eine andere Studie verlinkt, ja. Wo steht, dass die Forscher gar keinen Zusammenhang feststellen konnten zu Vitamin C und Nierensteinen. Zitiert, also eher mal umkreist, zitiert dann aber nur ein Doktor, der das Gegenteil beweist. Das ist auf jeden Fall wirklich vertrauenswürdig. So solltest du wirklich deinen Patienten entgegentreten. Dann fand ich nochmal sehr, sehr spannend, sagt er, dass es anscheinend zu rapiden Anstiegen kommt bei liposomalen Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, weil die ja so schnell dann halt aufgenommen werden. Mich würde auch noch die Kinetik seiner Präparate interessieren. Wenn die Liposomen schnell und effektiv aufgenommen werden, werden sie sicherlich einen schnellen Anstieg des Blutspiegels verursachen, gefolgt von einem genauso rapiden Abfall. Das Ziel sollte aber nunmehr sein, einen gleichmäßigen, über den ganzen Tag anhaltenden, guten Blutspiegel zu haben, oder? Verleugnet aber natürlich total meine Abbildung, die ich in dem Video hier gezeigt habe, die natürlich einen über stundenlang kontinuierlichen Verlauf von liposomaler Vitamin C-Gabe zeigt und die wird natürlich wieder völlig verleugnet für euch. Dann zeigt natürlich wieder, dass liposomale Formulierungen auch selbst hergestellt werden, zu Hause in der Abstellkammer. Einfache, nicht sehr effektive Liposomen sind übrigens nichts Sensationelles. Dieser Herr schafft es in seinem Wohnzimmer angeblich mit einem Mixer und einem Ultraschallreiniger welche herzustellen.
Und das ist natürlich totaler Blödsinn einfach, weil dort sehr hohe Drücke benötigt werden, um wieder vernünftig die Liposomen zu schließen und solche Sachen. Es ist unfassbar aufwendig, wirklich suffiziente Zahlen zu erreichen, sehr effiziente Zahlen auch zu erreichen, ja, von Schließungen von Liposomen und so weiter. Das hat mich aber auf eine Idee gebracht, dass wir vielleicht mal machen sollten, eine Studie zu selbst hergestellten Vitamin C, wie auch immer das gehen sollte, und halt unserem professionell hergestellten Vitamin C und dann halt mal einen Bluttest machen und dann einmal aufdecken, was hier anscheinend für euch so empfohlen wird. Ja, also wirklich, also das ist wirklich Hammer. Es ist natürlich völlig egal, ob Vitamin D im Darmlumen noch in Liposomen eingepackt war oder nicht. Wenn es einmal aufgenommen wurde, geht es aus den Darmzellen immer durch denselben Weg ins Blut, unabhängig von Transportmedium. Dann fand ich noch sehr, sehr spannend, was er hier gezeigt hat. Ja, auch hier natürlich nicht viel Arbeit, diese Sache selbst zu widerlegen, aber da macht er anscheinend auch keinen Effort, dies zu tun. Dann dürfte ja demnach, nach einer Aussage, ausschließlich DBD-gebundenes Vitamin D zu finden sein im Körper, wenn alles, was du aufnimmst, dementsprechend dann durch die Leber muss. Hingegen sieht man aber zum Beispiel hier auch in diesem Paper sehr, sehr schön, dass es anscheinend sehr wohl freies Cholecalciferol gibt und sogar 25-Hydroxy-D3, was nicht an DBD gebunden ist. Das widerlegt schon seine Aussage. Nichtsdestotrotz habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, um nochmal eine weitere Studie hinzugehen, die er ebenfalls verleugnet hat, die ich in meinem Liposomal-Supplement-Video in meinem Vitamin D-Video gezeigt hatte. Und zwar geht es dabei nämlich auch um Frauen, die anscheinend täglich Vitamin D bekommen haben, 4000, 2000 und 400 internationale Einheiten. Und auch dort wurde ebenfalls verschiedene Parameter gemessen, 25-Hydroxy und Cholecalciferol, das heißt normal ist die Vitamin D, ja. Dann 25-Hydroxy, dann die hormonelle Form und PTH. Ja. Das heißt, alle Formen wurden gemessen und wir sehen hier natürlich nach 16 Wochen bei 2000 internationalen Einheiten einen Anstieg von Cholecalciferol, was nach seiner Aussage überhaupt gar nicht möglich wäre. Damit hat er die grundlegendsten Mechanismen von Vitamin D und der Wirkungsweise überhaupt nicht verstanden. Ja. Man sieht natürlich auch hier ganz, ganz klar, dass dies natürlich nicht passiert bei 400 internationalen Einheiten, ja, dass das anscheinend nicht ausgereicht hat, ja, um die Cholecalciferol-Konzentration im Blut zu steigern. Wenn wir uns die DGE einmal anschauen, dann sprechen die dort von 800 internationalen Einheiten, die empfohlen werden. Und das spielt ihm natürlich sehr, sehr gut in die Karten, damit wir wissen, ungefähr bei diesem Werte, meine Vermutungen jetzt in dieser Studie, gibt es natürlich überhaupt keinen Anstieg von freiem Vitamin D3, was natürlich sehr wichtig ist für den autokrinen Weg halt eben, ja, zur Bildung, für gesunden Zellzyklus und so weiter, ja. Und stimmt, denn alles unter 2000 hat nämlich auch gar keine Wirkung gehabt, ja. Und für den autokrinen Weg und dann für die Zellgesundheit, ja. Ich weiß nicht, ob du das sagen musstest, um irgendwie Gage zu kassieren oder sonst was, um die Menschen um ihre Gesundheit zu bringen. Ich finde es einfach nur erschreckend, ja. Und vor allem, mit Vitamin D kann man leider keine MS heilen. Ich habe niemals von Heilung gesprochen bei Vitamin D3. Ich bin kein weiß ich was, ja. Hier werden natürlich ganz klar Wörter verdreht, ja, und mir Unterstellungen gemacht, die ich so nie gesagt habe, ja. Das ist einfach unfassbare Frechheit, die an den Tag gelegt wird. In der Conclusion steht auch ganz, ganz klar, dass man MS dadurch verzögern kann oder sogar verhindern kann. Das heißt, wenn du deinen Körper täglich mit bioverfügbarem Vitamin D und täglicher Zugabe versorgst, dann kann man es wirklich verhindern, steht hier schwarz auf weiß, ja? Das steht da nicht schwarz auf weiß. Da steht, dass Vitamin D3 Rückfälle verzögern oder verhindern kann. Das Einzige, was ich gesagt habe, ja, das war das MS, ja, dass D3 MS verzögern kann oder verhindern kann sogar, ja? Dann sagt er, nein, das steht da nicht. Da steht, Rückfälle verzögern oder verhindern kann. Rückfälle verzögern oder verhindern kann. Was er euch total verschleiert, und ich hoffe, dass Menschen bereits schon begriffen haben, wenn man einen Satz weiterliest, ja, nur einen Satz, steht da auf der anderen Seite, hier, somit das Risiko gesenkt wird, an einer MS-Erkrankung zu erkranken. Das sagt er euch gar nicht. Er geht nur darauf ein, dass bereits, wenn jemand krank ist, natürlich auch, ja, wie auch anders, ja, dass man dann das nur noch ein bisschen verzögern kann oder verrettet. Der zweite Satz aber, dass man sogar das Risiko gesenkt wird, an einer MS-Erkrankung, also durch die drei überhaupt zu erkranken.
Für mich ist das völlig logisch, aber der Gedankengang. Senkt man das Risiko studienbasiert durch D3, verhindert man das Ausbrechen dieser Krankheit. Was ist daran nicht zu verstehen? Was ist daran bitte nicht zu verstehen? Das ist doch so einfach. Dieser zweite Satz, wie gesagt, wird euch völlig verschleiert hier und ansonsten macht natürlich seine Aussage überhaupt gar keinen Sinn, ja? Weil nämlich genau das ist, was ich sage, ja? Das kann eben dadurch verhindert werden, dass du gar nicht erst bekommst, ja? Weil du das Risiko dadurch überhaupt senkst, das zu bekommen durch die drei. Gut, aber die Glanzleistung geht natürlich wieder weiter. Und zwar geht es hier auch wieder um das Vitamin D3, ja? Also Krankheit wird beschleunigt, wenn man kein Vitamin D3 zuführt, sag ich, ja? Den Krankheitsverlauf wird beschleunigt, steht hier, wenn man kein Vitamin D zuführt, ja, in ausreichender Menge, wie ein Körper ihn benötigt. Ja, in ausreichender Menge, wie ein Körper ihn benötigt. Ja, in ausreichender Menge, wie ein Körper ihn benötigt. Es steht nicht da, dass der Krankheitsverlauf beschleunigt wird, wenn man kein Vitamin D zuführt. Da steht, dass bei einem zu niedrigen Vitamin D-Spiegel die Krankheitsentwicklung beschleunigt wird. Das heißt, dass ein Vitaminmangel ausgeglichen werden sollte. Die Zufuhr des Vitamins ist aber bei einem normalen Blutspiegel nicht erforderlich. Ja, in ausreichender Menge, wie ein Körper ihn benötigt. Das heißt, und jetzt muss man nochmal genau meinen Satz auseinandernehmen. Ich sage, beschleunigt, wenn, das heißt, wenn ein Mangel besteht, das sagt ja diese Aussage aus, ja. Und wenn nicht in ausreichender Form, ja, nicht schon da liegt oder sowas hat, ja, oder in ausreichender Form zugeführt wird. Also meine Meinung, da treffen jetzt zwei Meinungen aufeinander. Gut. Ich sage, dass man in Deutschland keinen gesunden Vitamin D-Spiegel übers Jahr aufbauen kann. Der Arzt sagt natürlich, man braucht kein Vitamin D3, nur wenn man einen Mangel hat, dann sollte man supplementieren. Natürlich, damit man bloß immer wieder zum Arzt geht, diesen Test immer wieder macht, immer wieder bezahlt, alles klar. Ich brauche diese Tests meiner Meinung nach nicht, weil ich weiß, dass ich hier nicht genügend Sonne bekomme. Das ist für mich völlig klar. Aber das ist natürlich wieder völlig klar, bei Ärzten redet man da einfach gegen die Wand. Und zu niedrige D3-Spiegel beschleunigt, ja, sagt er dann halt. Ne? Normale Spiegel nicht. Ja. Also bei normalen Spiegeln ist es halt nicht dezent. Gut, da können wir uns jetzt gerne streiten. Je nachdem, Zuschauer kann es entscheiden. Also ich meine natürlich ganz klar, ich sage das nicht, weil ich irgendwas verkaufen will. Ich sage, dass die Menschen gesunde D3-Spiegel in Deutschland haben müssten. Und wenn man ein bisschen Recherche machen würde, so wie du, dann würde man ganz klar merken, du es eben nicht tust, dann würde man sehen, dass es eine Studie gibt, die zeigt, dass, schätzungsweise, nein, nicht schätzungsweise, sondern zeigt, dass 1 Milliarde Menschen an Vitamin D-Mangel leiden und auch ebenfalls in arabischen Ländern, dann willst du mir erzählen von normalen Spiegeln, ja, da man erstmal gucken muss, ja, in Deutschland, das willst du mir jetzt erzählen, Alter, 1/7 der Menschheit sogar in arabischen Ländern Vitamin D3-Mangel, Alter. Da muss man doch weiter, jetzt bitte nichts mehr zu sagen, oder? Das ist doch wirklich einfach nur noch Fremdschämen, einfach ehrlich. So, dann geht es darum, eine Beere, ja, okay. Die Beere zerstörte dann Tumore und so weiter, habe ich in Studien gezeigt. Ich fasse erst kurz zusammen. Es gibt eine Tropenfrucht, aus der sich ein Wirkstoff isolieren ließ. Wird dieser in bestimmte, nicht metastasierte Tumorarten injiziert, stirbt der Tumor ab. Das Mittel zeigt Potenzial und wird deswegen untersucht. Bis 2019 hat es erst die Phase 1-Studie abgeschlossen. Wir wissen noch nicht, welche Nebenwirkungen und welche Langzeitfolgen eine solche Behandlung hat. Wir wissen noch nicht, ob das Mittel sich als Medikament bewähren kann. Das war es. Es ist nichts mehr zu dem Thema zu sagen. Da will er mir sagen, typisch Arzt, ja, diese Beere, weißt du, die kann ja Nebenwirkungen haben. Man weiß ja gar nicht, welche Nebenwirkungen die haben könnte. Das ist ein Arzt, Alter. Was verkauft er denn? Was meinst du denn, was Ibuprofen und diese ganzen Geschichten für Nebenwirkungen haben, die du so verkaufst an deine Kunden? Da willst du mir erzählen, dass eine Beere gefährlich ist, weil die Nebenwirkungen haben kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich ein abendfüllendes Programm in comedy-technischer Leistung. Also, es ist natürlich klar, da wird mir so ausgelegt, ja, warum ich das mache. Ey, ich mache das, damit Wissenschaftler sehen, weiter daran forschen und vielleicht irgendwann mal wirklich was schaffen, irgendwie, was die Medizin noch nicht geschafft hat. Und zwar eine Krebsbehandlung, die keine Hälfte deiner eigenen Körperzellen tötet. Ja, genau deswegen mache ich das. Ja? Und was leistest du als Beitrag hingegen? Was leistest du denn? Ich habe gezeigt, dass es anscheinend eine Beere gibt, die diese Eigenschaften hat. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter forscht, wie man damit rangehen kann, dann wird vielleicht ein Schuh raus. Und was machst du? Was machst du denn? Du stehst da, ja?
Und sag, nee, Nebenwirkungen, das ist. Ey, Digga, ey, komm mal klar, jetzt mal ganz ehrlich. Oh Mann, ey. Dann wird natürlich immer alles so ausgelegt, dass ich alles für Geld mache, ja. Ey, ist natürlich wieder eine Glanzleistung. Da wird natürlich gezeigt, nicht, was ich überhaupt mache, ja. Es wird natürlich überhaupt nicht gezeigt, was ich überhaupt alles mache, ja. Ich habe letztes Jahr 10.000 Euro gespendet. 10.000 Euro habe ich letztes Jahr gespendet, okay. Ich habe einen Brunnen in Afrika gekauft. Hingeflogen und so weiter. Guck doch mal das Video Tonkat Ali am Anfang. Ja, da tragen die unsere T-Shirts und so weiter für einen Dorf einen Brunnen gekauft. Ja, was hast du denn letztes Jahr gespendet? Ich habe 3 Angel Juicer verschenkt, ja, damit jemand jetzt schön Wildkräuter entsaften kann, was Tolles für seine Gesundheit tun kann. Ich habe auf Instagram und so weiter im Tierheim Geld gespendet. Das wird alles nicht erwähnt. Alles nicht erwähnt. Es wird nur erwähnt, dass ich mit meinen Produkten Geld verdienen kann. Ich habe von diesen Produkten, was ich jetzt an Geld dadurch akkumuliert habe, Ich habe einen Firmenwagen, damit ich zur Firma fahren kann. Ansonsten bin ich an das Geld nicht einmal rangegangen. Ja, das ist eine Schande. Ich kann das alles offenlegen eigentlich. Ich bin nicht einmal an dieses Geld rangegangen für was weiß ich, was für Zwecke oder sonst was. Ja, nichts. Ich habe, mein Team sagt mir sogar, Patrick, das Geld reicht nicht, was du überhaupt alles dieses Jahr noch vorgab. Es kommt ein Mahlzeitenersatzprodukt, was wir sogar in der Behindertenwerkstatt produzieren lassen, ja, nachhaltig. Und nachhaltig natürlich auch eine Verpackung haben, die biologisch abbaubar ist, da forschen wir dran, ja. Das kostet alles so unfassbar viel Geld. Pflegeprodukte forschen wir gerade dran. Das kostet unfassbar viel Geld, dass wir endlich mal was haben, was nicht vollgeladen ist mit Erdölen und solche Sachen halt, ja. Es kommt Müsli von uns raus, gekeimte Sachen, ja, die wirklich nachhaltig gekeimt werden, Rohkost getrocknet werden. Wildkräutersprossen kommen raus, normale Sprossen kommen raus. Es kommt, Tees kommen raus, es kommt so viel einfach raus, was ich mache für euch einfach nur, weißt du, ich meine, da wird mir so ausgelegt, dass ich nur in dem Geld hinterher bin, weißt du, ich habe gar nichts von diesem Geld, was ich einnehme, ja, nichts, ja, ich habe alles, ich werde alles reinvestieren, ich werde dieses Jahr sogar noch Minus machen, ja, weil ich will einfach richtig geile Produkte auf den Markt bringen. Und was machst du, mein Freund? Puh. Das muss ich einfach mal loswerden, tut mir leid. Wenn Sie solche Scharlatane kennen, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail. Ja, dann sehen wir hier zum Beispiel, ja, mache ich mich jetzt über dein Deutsch lustig oder sowas, ja? Ist doch albern einfach, ja? Ist doch einfach nur albern, was du machst, ja? Ja, dann geht der Terror natürlich auch noch weiter in meinen Kommentaren, ja? Der verfolgt natürlich auch, ich habe ein Katzenvideo hochgeladen, natürlich wird dann auch geguckt, dass das, solche Videos guckt er sich natürlich auch von mir an, ja? Und dort hieß es natürlich dann auch, sehen wir hier einmal eingeblendet, dass Liposomen zwar besser aufgenommen werden, liposomale Nahrungsergänzungsmittel, sie dann aber nicht effektiver sind. Wenn man etwas Effort gehabt hätte, hätte man zum Beispiel mal ein Video rausnehmen können, wo ich habe so viele Videos über liposomale Formulierungen, hätte man doch zeigen können, zum Beispiel mal das Astaxanthin-Video, ja. Da habe ich zum Beispiel gezeigt, ja, dass natürlich mehr ankommt, haben wir ja bereits gesehen durch liposomale Formulierung, dass liposomales Astaxanthin eben doch eine vermehrt besserte Wirkung zeigte. Zum Beispiel bei der Superoxid-Dismutase. Das ist ein unfassbar wichtiges Enzym bei uns im Körper, welches Superoxid-Anion, das heißt Sauerstoffradikale, wieder lysiert, das heißt spaltet, ja, beziehungsweise löst, zu Wasserstoffperoxid, ja, und dann grandioserweise das Astaxanthin, das Liposomale, halt eben auch noch doppelt, das heißt doppelt so hoch die Konzentration von Katalase auch noch erhöht in deinem Körper, was das H2O2, das Radikal dann wieder auch umwandelt wieder zu H2O2, das heißt so zu Wasser und Sauerstoff, ja, und ebenfalls Glutathionperoxidase, Glutathion-Transferase, GSH, ebenfalls erhöht, zeigt man, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Glutathionbindung an Xenobiotika, das heißt an Stoffe, die der Körper noch nicht kennt und zur Entgiftung beiträgt. Ja? Das wird alles nicht gezeigt, was die liposomalen Formulierungen machen, ja? Zum Beispiel jetzt bei Astaxanthin. Das wird alles eins strikt verleugnet. Ja? Natürlich nimmt er hier das Beispiel ganz grandioserweise über Vitamin C. Ja? Sehr, sehr tricky von dir gewählt, aber nicht mit mir, mein Freund, weil auch hier geht es um die Ischämie, das heißt um Durchblutungsstörungen bei Vitamin C. Ja? Und man sieht auch in verschiedenen anderen Studien, dass bereits die Hazard Ratio, das heißt die Korrelation zwischen Vitamin C und Durchblutungsstörung und so weiter, nicht signifikant ist. Es ist egal, was du machst, ja, wie viel du davon konsumierst und so weiter. Ja? Von daher legt er das so aus, ja, siehst du, Vitamin C wirkt ja gar nicht, liposomales. Hingegen habe ich mal eine Studie rausgesucht, die zeigt, es gibt bestimmte Genotypen, ja, zum Beispiel GG, sehen wir hier, die bestimmte höhere Akkumulation aufweist von Vitamin C als andere Menschen, zum Beispiel bis zu 25% höher, diese Genotypen. Und auch hier wurde die Hazard Ratio bestimmt, bezogen auf Durchblutungsstörungen, gerade bei Kardiovaskularität, mein Freund.
Und da gab es eine signifikante Verbesserung, dann eben trotz 25% mehr Vitamin C im Blut durch den Genotyp als bei anderen Menschen. Und auch eine ganz, ganz geringe Zusammenhang wurde nur festgestellt. Von daher ist es doch, spielt doch gar keine Rolle, ob du Liposomales oder nicht hast. Die Studienlage ist klar zu dem Thema. Ja, die Studienlage ist schon klar zu dem Thema. Da wird niemals eine positive, wirklich eine signifikant positive Wirkung davon erzielt. Und das hat er mir versucht, ganz klar so auszulegen, ja. Dass es natürlich klar ist, dass Liposomales besser in die Zelle aufgenommen wird. Ja? Und dann sagt er, ja, das Krankheitsbild kann aber nicht beeinflusst werden. Ja, kann aber bei anderen, sogar bei Genotypen, wenn du mehr Vitamin C in deinen Zellen hast und in deinem Blut hast, meine ich, ebenfalls nicht. Ja? Das ist nicht kausal damit. Ja? Es hat keine Auswirkung, es ist keine Aussage, was du da gemacht hast, einfach. Ja? Weil es in anderen Studien eben genau damit noch nie ein Zusammenhang so gesehen, ein signifikantes zusammengestellt worden. Und dann sagst du, ja, siehst du bei liposomalen Formulierungen auch nicht. Ja, egal wie du es machst, der wird niemals zusammengestellt werden können, der Zusammenhang. In deutlicher Form. Also echt auch völlig daneben wieder, ja, aber natürlich tricky gewählt, aber natürlich nicht mit mir, ja. Ja, hingegen wird nicht darauf eingegangen, zum Beispiel Vitamin C, natürlich, welche positive Eigenschaften es natürlich haben kann. Ja? Ich meine, ich sage auch positive Sachen, ja, über dein Video. Ich meine, deine Augenringe passen auch super zu deinem Bilderrahmen. Ja? Ich meine, das sind auch tolle Dinge einfach, die man einfach mal erwähnen muss. Ja? Und wir sehen natürlich nicht, dass er solche Sachen erwähnt, natürlich nur Vitamin C, wie schlimm es sein kann, ja, sondern aber nicht zeigt, wie zum Beispiel Verbindung mit Krebs, welche positiven Eigenschaften es haben könnte, Diabetes, Immunität, neurodegenerative Erkrankungen, Eisenresorption, Fruchtbarkeit und so weiter. Diese Sachen werden alle nicht beschrieben und nicht erwähnt, natürlich nicht, weil Vitamin C natürlich, ihr wisst, bloß nicht und so weiter. Ja, ich denke, dieses Video ist völlig klar, in welche Richtung das alles gegangen ist und was dort einfach passiert ist. Und ja, ich denke, mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen. Traurig, dass so viele Menschen solche Sachen immer noch anschauen und liken und solche Sachen, dass solche Videos anscheinend viral gehen und gefördert werden wollen von YouTube. Da sieht man einfach die Entwicklung unserer Welt und von YouTube. Deswegen möchte ich mich auch bald wahrscheinlich von YouTube auch ein bisschen distanzieren. Ich wollte alle auf andere Plattformen auf jeden Fall auch wechseln, weil ich das definitiv nicht in Ordnung finde, das, was hier so abgeht. Trotzdem danke ich, dass so viele Menschen hinter mir stehen und auch immer noch treu bleiben und auch für Vitasomal treu bleiben natürlich. Wir machen auch viele Studienbeilauf. Es wurde extra jemand eingestellt, der dieses Jahr, wir versuchen 8 Studien rauszuhauen, um für euch noch ein bisschen mehr Klarheit und Transparenz zu sorgen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Ich muss jetzt auch wirklich pennen. Wir haben echt super spät nachts irgendwie. Ja.